Hey Leute, was geht ab? Hier ist Vinny von MS Gamer TV. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Und ich sehe gerade, wir wollen gerade den Red machen. Und da würden wir von Jace angegriffen. Und da wird jetzt auch das erste First Blood. Oh fuck. Axt Fail, Axt Fail. Doch, First Blood für mich. Und jetzt will es scheinbar Shyvana wissen. Kriegen wir hier noch jemand? Jawohl, Shyvana holt sich noch die Syrah und damit gehen wir mit 2 zu 0 in Führung. Ein grandioser Start. Ja, und zuvor möchte ich natürlich am Anfang des Videos immer die Teamaufstellung machen. Ich beginne mit der Top-Lane, die natürlich von meiner Wenigkeit als Olaf besetzt ist. Auf unserer Mitte-Lane haben wir Vladimir, genau, Vladimir war das. Gegen Zero, ich kämpfe gegen Jace, der ja auch schon einmal drauf gehen musste von mir. Und auf der Jungle-Position haben wir Shyvana. Ach, ich weiß gar nicht, wieso mache ich gerade Golems. Ich bin auch kein Jungler. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen fail. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Jungle haben wir ja Shyvana und die Gegner haben Hecarim. Und dann hätten wir auf der Botlane, sehe ich gerade nur Ashe bei uns. Und die Gegner haben Alistar und Ashe. Wieso haben wir jetzt. Also ich glaube, da gibt es jetzt Missverständnisse, weil eigentlich habe ich gesagt, dass ich top bin und nicht Zac. Zac hat zwar auch geschrieben, er wäre top, aber er hat leider zu spät geschrieben. Also es ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen verwirrend, Leute. Weil, wenn man jetzt überlegt, Zac oder ich als Support, da würde sich eher Zac anbieten, statt Olaf. So, ich vermute mal, dass Hecarim auch im Busch wartet. Also, wenn Jace immer so direkt auf uns zuläuft, das muss damit zusammenhängen. Komm, Jace, mach mal einen Abflug. Wir müssen fahren. Beziehungsweise ich muss eigentlich fahren. Jack, was machst du denn hier noch? Komm mal weg. Ich brauche meinen Farm. Jace kriegt auch seinen Farm. Wenn wir unseren Farm teilen, dann haben wir wieder nur die Hälfte des verfügbaren Goldes und dann hätten wir ein Problem. Ja, über Olafs Fähigkeiten kann ich auch mal gerade was sagen. Seine Passive ist, dass er für jeden Prozent Leben, den er verliert, 1% mehr Angriffstempo bekommt. Sein Q ist natürlich seine Axt werfen. Wenn er Gegner trifft, dann macht er natürlich Schaden und slowt sie auch. Sein W. Muss ich gerade nochmal kurz lesen, Attack Damage. Genau, er kriegt mehr Attack Damage und hat auch für kurze Zeit Möglichkeit Lifesteal, also dass er wieder Leben zurückbekommt für jeden Schlag, den er macht. Sein E ist eine Fähigkeit, die absoluten Schaden macht, das heißt im Moment beträgt dieser bei 100 Damage. Das Problem ist, bei dieser Fähigkeit verlieren wir ein bisschen Leben. Und zu guter Letzt die Ulti, die uns neben zusätzlicher Rüstung und Magieresistenz einen kleinen Lauftemposchub gibt. Und ich glaube, für die erste Sekunde ist das zumindest, ist man
gerade immun gegen alle Slow und Stun Fähigkeiten. Ja, und bei Jace kann man sagen, er hat die Möglichkeit, seine Waffe in zwei Varianten zu wählen. Einmal als sogenannten Hammer, mit dem kann er einen auf einen draufspringen. Und also wenn er eine bestimmte Reichweite ist, und natürlich auch noch wegschlagen, sodass der Gegner halt davon fliegt. Sein W wüsste ich jetzt gerade nicht, was das macht bei seiner Hammerposition. Ja, das hat man gerade gesehen. Da retten mich gerade noch die Healpots. Ich brauche auf jeden Fall Hilfe gerade, weil ich kann dann jetzt nicht bleiben. Und ja, seine Ulti ist halt, dass er zwischen den beiden Formen wechseln kann. Dass er jetzt zum Beispiel zwischen der Hammer und der Blaster Version, also das andere ist halt ein Blaster, so sieht man das gerade hier. Hier hat er die Möglichkeit halt Fernangriffe zu machen. Mit seinem Q schießt er dann so ein Riesenplasma ab, den er mit seinem E war das, glaube ich, da macht er so ein Tor. Wenn er da durchläuft, dann wird er schneller, und wenn diese Kugel da durchfliegt, wird der Radius von dieser Plasmakugel halt größer und macht auch noch ein bisschen mehr Schaden. Mit seinem W kann er dann für eine Sekunde oder zwei mehrere Schüsse auf einmal abfeuern. Gut, dieser Gank war jetzt nicht gerade gut, aber immerhin wurde ich jetzt mal von meinem Jungler unterstützt. Ich muss gestehen, dass ich Top selten spiele, aber ich meide es gerade zur Zeit, Botlane zu benutzen, weil ich in Gesamtspielerzahl schon die meiste Zeit auf der Botlane verbracht habe. Deswegen will ich jetzt auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Also verzeiht mir bitte, wenn ich auf der Toplane jetzt nicht so gut spiele wie jetzt in den anderen Videos. Ja, was kann man noch zu Olaf sagen? Er ist halt so ein AD-Tank. Es empfiehlt sich halt schon auf Damage zu gehen, aber auch so ein bisschen Leben zu kaufen, gerade für seinen E, das macht ja schon Damage, aber wenn er dann zu viel Leben verliert, kann das dann auch problematisch werden im Zweikampf. Und ich sollte mal auch gleich noch Wards kaufen gegen den Jungler, damit ich nicht so easy gegankt werde. Und ich das auch frühzeitig sehe, falls Hebel dann kommt. Sehr schön, da gehen wir mit sogar 5-0 direkt in Führung. Okay, jetzt fällt der erste Kill für die Gegner durch Hikarim. Oh, okay, direkt 2. Das bedeutet gerade, es ist Mitte offen. Ja, was soll ich machen? Ja, ich könnte ruhig mal runterrennen. Ja, ich habe jetzt dummerweise vergessen, Teleport wäre besser gewesen auf der Toplane. Naja, jetzt ist er eh weg, jetzt kann ich wieder hoch, weil jetzt wird bestimmt oben wieder gepusht. Ja, ich habe überlegt, ich poste mich erstmal mit einem Frosthammer aus. Dann überlege ich weiter, ob ich mir eine Warmox holen soll oder ein schwarzes Beil. Von den Last Hits her schon 34. Oh, 67. Ach du Scheiße. Da hing ich ja voll hinterher gerade.
Naja, vom Tower-Verhältnis her, ich habe halt seinen Tower noch kein einziges Mal angehittet, er hingegen schon ein paar Mal. Hat halt noch, ja, die Hälfte am Leben. Aber wie gesagt, Mitte und Bot sind soweit ganz gut dabei. Also ich denke mal, ich hätte mich jetzt da unten auf der Botlane mit Olaf nicht so gut angestellt, gerade weil ich ja als Supporter kein Farm haben darf. Oder sehr geringen Farm. Und mit meinen Fähigkeiten kann ich halt auch nur slowen. Das wäre halt das Einzige, was was bringen würde. Okay, ich habe jetzt gedacht, dass sie Blue machen. Uiuiui. Habe ich das richtig gesehen? Die haben jetzt auf Alistar ja Angriffe gemacht. Wieso nicht auf Ashe? Dadurch hat die jetzt einen Double Kill. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Lass mich bloß in Ruhe mit deinen blöden Plasma-Kugeln-Jays. Der ist auch schon ein bisschen weiter. Klar, mit den höheren Farm. Hat ja auch immer vom XP her ein bisschen mehr. Ja, und da sieht man direkt durch diesen Kombi. Macht seine Plasma-Kugel schon mehr Schaden. Ich brauche Hilfe. Kein Mana, kaum Leben. Nicht gut. Ja, ich weiß, was du vorhast, Chase. Urge to kill rising. Komm, Chase, versuch's doch. Ah, er traut's nicht. Das war mir klar. Naja, jetzt kann ich erstmal wieder was holen. Ich werde jetzt mal, denke ich mal, ein bisschen mehr Leben holen, Riesengürtel. Den braucht man natürlich auch für einen Riesenhammer, genau. Ein Frosthammer. Ja, und schon ist es wieder ausgeglichen. Also, es ist nicht gerade gut, unser Team, weil wir keinen richtigen Supporter haben. Den man jetzt auch als Supporter einstuft. Da man kann mit vielen supporten, aber... Das Problem ist bei Jace als Nahkämpfer, beziehungsweise die Gegner, jetzt in dem Fall ich, haben schwierige Karten, weil man fuckt mich nicht ab. Die einfach. So. Mein Gott. Soll mich halt nicht abfacken. So. Ja. Eigentlich hat er bessere Karten, weil er halt mit seinem Hammer mich einfach wieder wegschleudern kann. Sodass, wenn ich ihm zu nahe komme. Das hat er jetzt in dem Fall nicht gemacht. Glück für mich. Und scheinbar hatte er auch kein Entzünden ready. Weil das hätte mir dann bestimmt auch den Rest gegeben. Aber mal wieder Glück für mich. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, wo ist Vladimir gerade? Achso, auf dem Weg, okay. So, bei mir ist erstmal SS, auch wenn er gerade weg war. Also tot, aber dennoch sollte man SS sagen, weil der könnte ja direkt von der Base aus woanders hin. Ich persönlich benutze ja durch diese neue Funktion mit den Pings nicht mehr das SS im Chat, sondern weil es einfach, man kann auch direkt V und dann so, geht natürlich auch, statt hier unten drauf. Ich habe es mir jetzt irgendwie angewöhnt.
So, jetzt fällt mir gerade wieder ein, ich habe noch keine Wards gekauft. Ich Depp. Aber ich wurde bisher noch nicht gegankt. Die Frage ist, wo ist dieser Hackerin gerade? Also ich sollte mal jetzt gerade gucken, dass ich... ein bisschen nahe beim Tower bleibe. Gut, jetzt wollte es gerade machen, aber er war ich schon weggegangen. Eieiei. Wir haben schon zwei Tower verloren. Also ich halte mich bei so rumgeflamen eigentlich ziemlich zurück. Gerade jetzt bei Aufnahmen. Klar, es ist halt nervig, wenn man jetzt so ein Team hat, was jetzt vom Teamgeist her nicht das Optimalste ist. Ja, okay, das war's. Das war's für mich. Da hat jetzt diesmal seine Kombination eigentlich richtig gut gemacht. Und ich vergesse meistens bei Olaf immer seine Passive halt. Dass je weniger Leben er hat, desto nerviger kann er werden. Und das hätte ich jetzt eigentlich noch nutzen können, weil mir war klar, dass ich jetzt verlieren werde den Zweikampf. So, jetzt ist halt die Frage. Aced, oh mein Gott. Aced, Leute, was geht denn jetzt ab? Naja, auf Alistair gehe ich jetzt nicht. Oder vielleicht doch. Ja, aber die anderen kommen ja auch nicht wirklich hinterher, also lasse ich das mal lieber. Ja, super, jetzt darf ich wieder sterben oder was? Nice, Leute. Ich finde es ja auch immer so schön, wenn man darunter leiden muss, unter den Feed der Gegner durch andere. Das finde ich auch immer super. Weil man selber so einigermaßen was auf die Reihe kriegt und die Gegner dann, ja, trotzdem durch andere Teammitglieder einen Feed bekommen. Man kann mal sehen, 6-0, ja doch, das kann man schon sagen, das ist, das hat unsere Ash, die hat 2-4. Ja Freunde, ich verspreche euch diesmal glaube ich keine lange Runde, oder spannende sogar. Aber ich bleibe jetzt mal noch neutral, weil letztes Mal... Wir erinnern uns, als ich Kog'Maw gespielt habe, da hatte ich am Anfang auch dieselbe Einstellung, aber da hat sich das dann noch zum Guten gewendet. Vielleicht klappt es diesmal auch. Ich werde mir natürlich größte Mühe geben. Okay, was hat eigentlich der Hikaram so? Der hat ja, das Jungle-Item für AD. Dann hat er sich Ja,
Ja, der drückt schon übelst Schaden. Wow, und dann noch den Ignite. Naja, Freunde. Ich schau nochmal gerade, wen haben wir denn so von den Armen? Wir haben nur einen Appeler als Gegner, gut, das ist jetzt. Alistair kauft sich einen Zauberstab. Scheinbar will er sein Heal ein bisschen aufpushen. Tja, und da sieht man, wenn man Ashe einfach da stehen lässt und einfach auf sich draufballern lässt, dann kommt sowas dabei raus. Also. Wieder selbes Beispiel, Zack. Kriegt den meisten Schaden durch Ash ab und ist damit auch down. Ja, Freunde. Ich stimme jetzt mal zu. Okay, es wird noch abgelehnt. Aber nach dieser Entscheidung, denke ich mal, wird es schon klar, welches Team hier gewinnen wird. Natürlich werde ich von der Zeit her das Video trotzdem hochladen. Also, mir persönlich ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich euch nur Wins zeige, weil ich denke mal, das wäre ja auf Dauer auch langweilig. Also man will es ja auch ein bisschen spannend halten. Und man kann ja nicht immer das Team haben, was am Ende dann siegreich ist. Das geht ja nicht. Natürlich, wenn man mit Premates spielt, dann die halt auch gut sind, dann klar, dann klappt das schon. Aber hier mit Random Players ist das halt schwierig einzuschätzen, ob die jetzt gut sind oder nicht. Apropos Premates, wenn ihr Interesse habt, mal mit zu spielen, dann schreibt mir doch unter dieses Video halt einen Kommentar mit eurem Namen oder ihr könnt mir auch eine PN schreiben, je nachdem. Dann add ich euch und dann können wir das arrangieren, dass wir mal eine Runde zusammen zocken. Ich plane sowieso später dann mal halt so ein Abonnenten-Game zu machen, wo wir dann ein Team, also noch vier weitere, die jetzt zu den Abonnenten gehören. Also bei Interesse einfach anschreiben. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's dann erstmal normal weiter. Es sei denn, jetzt bei der nächsten Surrender-Möglichkeit wird dann zugestimmt. Das wissen wir noch nicht. Jetzt haben wir hier gerade mal die Möglichkeit, wieder etwas rauszureißen. Den killen, aber trotzdem sieht man, dass Ash wieder von denen ganz gechillt einen Kill machen kann. Klar, ich habe jetzt auch auf Hecarim meinen Fokus gesetzt, weil er ja sowieso Low Life hatte und ich hatte Ash jetzt gar nicht im Blickfeld. Deswegen. Aber es ist halt üblich, dass man ja zuerst den AD-Carry sich vorknüpft. So, 4-4 habe ich jetzt, glaube ich, von dem Team her noch die beste KD, ja. Wobei das ja auch nicht gerade gut ist, was ich hier mache. Aber alleine kann man so ein Spiel nicht gewinnen. Zumindest nicht mit der Erfahrung, die ich bisher habe. Und da fällt der nächste Tower. Ich darf daran erinnern, dass wir noch keinen Tower von dem platt gemacht haben. Also es ist ja auch. Vielleicht schaffen wir einen neuen Rekord. Also ich kann mich noch genau daran erinnern. Bei einem Game hat es 33 Minuten gedauert, bis wir den ersten Tower platt hatten. Mal sehen, ob wir den hier knacken oder bis dahin schon verloren haben.
Ja, und die Gegner 4-3, 5-5, 7-3, okay. Ich frage mich gerade echt, woher der die Kills hat. Also von mir glaube ich nicht. 2 oder 3 hat er von mir, aber einmal wurde ich nicht von ihm gekillt. So, Freunde, ja, gut, das ist jetzt klar. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit Ja antworten, weil es echt keinen Sinn mehr hat. Deswegen bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Wie gesagt, bei Interesse schreibt mir eine PN. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut und auf Wiedersehen.